Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir uns dem widmen, was wir ein paar Mal schon haben liegen lassen, und zwar das da unten mit der Zucht. Da habe ich mir nämlich was überlegt, aber vorher würde ich... Oh. Eine herrliche Aussicht. Ich habe auch überlegt, wie wir das noch aufhübschen können, aber mir fällt echt nichts ein, ne? Da hinten standen noch Bäume im Weg, die haben wir eigentlich schon weggemacht. Da hinten ragt es so ein bisschen hoch, das finde ich aber eigentlich ganz hübsch, ne? Und schmiegt sich auch so ein, so mit den Inseln. Eigentlich kann man das so lassen. Und ich wollte noch mal hier oben nachschauen, wie das jetzt hier aussieht. Ah ja, da haben wir das so in die Ecke gemacht. Kann man eigentlich so lassen. Hier habe ich die Tür aufgelassen. Ah ja, und die zitternden. Es tut mir leid, aber das nervt mich so. Der und der. Und außerdem hier hinten die beiden, ne? Die habe ich schon behoben. Hier auch. Ja. Weil dann würde ich die nämlich auch nochmal tatsächlich machen. Der da hinten ist okay. Aber Augen und Holz, die mache ich nochmal neu. Komm. Das machen wir fix. Also, das sollte ja recht schnell gehen. Aber dieses Gezitter, das nervt mich doch tatsächlich sehr. So. Hätte es natürlich auch... Obwohl, warte. Ich glaube, das ist auch einfacher. Ich nehme mir mal so... Halt. Es reicht, wenn ich 2 nehme. Und hier 10. So. Dann kann ich das nämlich einfacher hin und her switchen. Mache ich mal hier hin. Und rein damit. So. Shift E. Ja, hätte ich direkt so machen sollen. Da merkt man es schon. Zack. Dann nehme ich den Hammer. Halt, warte mal. War das überhaupt der richtige? Ja. Die anderen zittern auch ein bisschen, aber nicht so heftig wie der, ne? Darum geht's mir. Und da müssen wir eigentlich nichts anderes machen, als den einfach scrollen. Einfach sozusagen... Nicht so... Ne, also so zum Beispiel wäre zu weit. Wir müssen das tatsächlich so, dass genau das Schild verschwindet. Wenn ich das so mache, reicht das? Nein. Reicht es nicht? Her damit. Hätte ja sein können. Ich erinnere mich nämlich, dass sich das immer noch so ein bisschen millimeterhaft verschiebt. So. Ne, und dann zittert das nicht mehr. Das machen wir jetzt nochmal hier mit. Ach ja, alles nehmen. Zack. Rein damit. Shift E. Huch. Alles nehmen. Und Shift E. Und dann machen wir das nochmal. Stopp. Das waren die beiden mit Augen, ne? Ja. Also nochmal rausnehmen. Hä, warum habe ich überhaupt 2 mit Augen? Ja, weil... Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich. Das habe ich geplant. Harz und Augen. Jeweils 2-mal, falls wir mal wieder die Maschinerie anmachen, ne? Den... Wie heißt es denn? Den Spawner. Damit wir da entsprechend gut vorbereitet sind. Ich reiß mal das weg. Und den. Und dann bauen wir die nochmal. So. Na komm. Nicht zu viel. So. Und hier ist mir nämlich letztes Mal in der Aufnahme aufgefallen und das fiel mir dann doch ein bisschen negativ auf, ehrlich gesagt. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das nochmal neu. So, ne? Jetzt zittert hier nichts mehr. Das zittert ein bisschen, ist aber okay, weil wenn wir hier sind, dann nicht mehr. Und wenn wir hier hinten sind, zittert da auch was? Nee. Nee. Und... Nee. Perfekt. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das wäre mehr, was wir da nehmen müssen. Aber müssen wir gar nicht. Wir können die Augen hier wieder reinschmeißen. Shift E. Alles nehmen. Shift E. Dann reißen wir den ab und schmeißen den Stuff wieder in die Kiste. Sag mal, Schnuffi, du hast hier drin nichts verloren. Mitkommen. So, Tür zu. Und... Lauf hier rum, bitte. Dann jumpen wir mal nach unten. Könnten theoretisch auch mal wieder ein paar Aegis holen, ne?
Ey, die haben da jetzt die ganze Zeit, während wir gebaut haben, weiterproduziert, ne? Sie krähen auch nicht mehr. Das Korn ist durch. Wie viele Eggs sind da unten jetzt? Ich würde sagen, das ist ein neuer Rekord, oder? So viele hatten wir noch nie in einer Fuhre. Kriege ich die überhaupt alle mit? Ich hoffe es. Alter! Okay, ich würde aber sagen, das reicht dann erstmal an Eiern, ne? Wir haben jetzt hier das Korn verbraten, die Samen. Von den, was war das, den Rüben hatten wir genommen. Und das ist ja jetzt mehr als genug gewesen. Das waren jeweils 100er Stacks, ne? Nee, gar nicht, 75er. 75er Stacks haben wir den hingeworfen. Haben wir überhaupt noch genug Platz? Ja. Nice! Also die Hühnerfarm lassen wir hier auf jeden Fall stehen, falls wir wieder ein paar Eggs brauchen, ne? Das hat ja hervorragend geklappt. So. Perfekt. Naja, und diese Treppe hier, ne? Ja, ich lasse die erstmal so. Und wir gehen hindurch. Und schmeißen das alles unten in die Chest. Perfekt. Bei Geflügel. Und bevor wir diese große Sache da angehen, würde ich tatsächlich jetzt das letzte Mal, das war ja unser Plan, kurz die... Oh. Oh. Die Kiste ist voll. Das gibt's doch gar nicht. Braucht man eine eigene Eierkiste, wa? Warte mal, ich nehme mal kurz das Fleisch hier raus. Und drück Shift E. Warte. So, so und so. Und pack das Fleisch mal kurz hier mit rein. Mach ich mal hier hin. So. Können wir theoretisch auch verwenden, ne? War das Hühnchen Hühnerfleisch? Warte mal. Ja, das war doch eins der besten, ne? Ne, gar nicht. Das hier. Nebelhase Deluxe war's. Der hat 85. Aber theoretisch Chicken und Nebelhase wollten wir machen, ne? Also die Fleischplatten aufbrauchen. Von den Jungs aufbrauchen lassen. Und dann sollte das passen. So, wir hauen uns mal das hier rein. Und einen Omelette, damit wir ordentlich Ausdauer haben. Wir könnten... Ich sehe gerade, der Hammer könnte repariert werden. Den brauchen wir zwar nicht, aber why not? Und dann gehen wir mal kurz auf die... Also zu den Feldern. Und machen den letzten Rest. Wir hatten das Getreide. Ich gehe erstmal rüber. So. 5, 4, 3, 2, 1. Ha! Ha! Diesmal richtig. Okay, wir sollten mal beim 5 anfangen. So, her mit den Samen. Sams. Samen. So. Und dann schmeißen wir die Samen, die hier sind. Die sozusagen, wir haben ja extra ein bisschen mehr eingepflanzt. Da werden wir sämtliche Samen, die über sind, als letzte Fuhre Rüben. Aber das sind dann irgendwie nur so 50 oder so, gehe ich mal von aus. Ah ja, Honig. Ja, damit. So. Stimmt, Honig hatten wir auch zu viel. Oh oh. Aber ich habe auch gemerkt, wir können mal wieder ein bisschen neuen Met ansetzen, ne? Theoretisch. Ich glaube, das machen wir auch. Und Weizen, ganz ehrlich, das ernten wir jetzt und pflanzen wir nicht nochmal ein. Und weil wir so viel Platz frei haben, würde ich sogar tatsächlich das jetzt mal direkt machen. Bam! So, und hier nochmal. Batz! Und dann sollte ja auf jeden Fall unsere Getreidekiste so megamäßig überfüllt sein, ne? So. Ja, das hier kann ich vielleicht manuell machen, warum nicht? Mit diesem, wie er nach vorne greift mit diesem fetten Hammer, so als würde der gar nichts wiegen. Was ist das für ein Ding, Alter? Dass wir den überhaupt so transportieren können, wie das auch aussieht, wenn er hinten dran hängt. Übelster Klumpen. So, aufgesammelt. Und hier noch, damit wir nicht wieder diese Holzflöcke zerstören, wenn wir hier mit dem Hammer drauf kloppen. Oder hier sogar die Mühle kaputt machen. Könnte ich mir nie verzeihen. Wie ist eigentlich der Zustand? Ah, super. Dann ist ja alles gut. Und wir sind wahrscheinlich ein wenig voll. Nee, noch lange nicht. Könnte allerdings sein, dass es das vom Gewicht her überlädt, ne? Obwohl, Getreide ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Ich
denke, das passt. So. Dann hier noch. Und ist was runtergefallen? Nee. Und da ist was runtergefallen. Her damit. Hier. Ja, jetzt sind wir nass. Egal, wir haben genug Ausdauer. Wir brauchen ja nicht so viel. Stimmt, hätte ich eben gerade gar nicht Omelette und Brot essen müssen. Fällt mir gerade auf. So, und hier können wir auf den Boden kloppen, wie wir lustig sind. Hier gibt es nichts, was wir zerstören könnten. So. Ich hau erstmal überall drauf. Ah, so viel zum Thema, wir haben genug Ausdauer. Aber wir sind gut ausgeruht, keine Ahnung. Sowieso egal, ob wir durchnässt sind, weil es regnet gerade. Fällt mir gerade auf. Also ob wir da unten das nass geworden sind, das hätte überhaupt nichts geändert. So. Das hier auch noch. Das mache ich mal manuell. So. Krass, wir können ja bis ganz ans Ufer ran, ne? Die Pflanze war nicht verwelkt. Und die hier auch nicht. Sehr gut. Aber wie auch immer, wir wollten ja das als letzte Fuhre machen. Wie sieht es mit dem Inventar aus? Boah, ist das viel Getreide. Sehr gut. Zack. Dann müssen wir uns darum auf jeden Fall erstmal keine Gedanken mehr machen. Die ganze Getreidekiste, da war ja noch so viel Mehl drin. Finde ich richtig angenehm, dass das jetzt alles weg ist und wir da Platz für Korn haben. Weil dieses bisschen Korn, was wir da hatten, das fand ich doch ein bisschen kläglich. Oha. Wir müssen nochmal wiederkommen. Kriegen nicht alles mit. So, und wir sind voll, ne? Jo. Dann laufen wir mal eben zurück. Und gucken dann auch, wie viel von den Rüben wir noch einpflanzen müssen. Ich glaube nicht so viel. So, jump. Dann hier hin und zur Samenkiste. Da packen wir so rein und die nehmen wir mit. Die 53 packen wir dann, ne, pflanzen wir ein und machen noch ein paar Rüben draus. Ja gut, das sind dann, ist dann hier ein Stack und hier nochmal ein bisschen. Honig. Hä? 44? Hatten die gerade nicht die vollen 4? Habe ich nicht drauf geachtet. So, und Korn, Alter. Zack. Jo. Und da ist ja noch was, ne? Das müssen wir ja auch noch holen. Vielleicht kriegen wir da sogar noch ein, zwei Stacks voll. Das wäre ja richtig krass. So. Herübergejumpt. Hammer gezückt. Und auf den Boden gewämst. Batz. Das ganze Zeug mitgenommen. Oh oh. Lass mich! Ich sammle das hier mal alles auf. Nebenbei. Während ich vor ihm abhau. Oh, es wird doch gerade Abend. Aber er interessiert sich nicht für uns. Ich habe kein Magiezeug gegessen. Ich hätte aber den Hammer. Und nochmal. Und noch einen letzten Hit hier hin. So. Dann können wir das nämlich auch noch mitnehmen. Und hier hau ich nochmal so drauf. Hervorragend. So. Keine Pflanze übersehen. Nee. Doch. Nee, doch nicht. Das sah ein bisschen so aus gerade. Aber gut. Dann müssen wir hier nichts anderes machen. Uch. Warum ist er denn nicht gesprungen? Keine Ahnung. Na. So, ich glaube, meine Leertaste klemmt. Jetzt geht's. Die letzten Rüben noch. 50 Stück. Das geht ja fix. Und hier nochmal. Schön mit ordentlich Platz, damit ihr auch alle was werden. Wir haben ja hier jetzt Platz. Wenn wir hier nur 50 hinmachen. So, die Hälfte haben wir. Ah, diese friedliche Graslandmusik. Übelst entspannt. Da wünscht man sich eigentlich, ne, dass man im Grasland sich die Base aufgebaut hätte. Aber andererseits mag ich auch die Düsterwaldmusik. Aber wahrscheinlich, weil sie mir jetzt ans Herz gewachsen ist, ne? So, das war's. Und Honig, die sind noch leer. Perfekt.
Also zurück. Hinunter. Dann das bisschen Korn. Hier rein. So, und das sollte ja wohl passen. Ach du Scheiße, ist das viel. Dann reparieren wir unsere Hacke. Und schmeißen die ebenfalls rein. Hier. Dann haben wir noch einen von diesen Harzdingern und Trophäen. Wie viel haben wir hier? Wo ist er denn? Da. Ah, gut. Haben wir gerade frisch hochgebracht. Perfekt. Süß. Was chillen die denn hier? Bei der To-Farm- und To-Do-Liste haben die noch nie rumgehangen. Oh, stimmt, das ist mir letztes Mal aufgefallen. Ich habe hier verkackt. Oh, warte. So. So. Ja, Musikbug? Keine Ahnung. Was anderes als eine Mod fällt mir da nicht ein, ehrlich gesagt. Also, ich habe keine Ahnung, wie wir das lösen sollen. Kohle, Waren, Sehr gut. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal pennen, ne? Um die Nacht zu überspringen. Diese Dunkelheit nervt mich jetzt schon. Die Hühner sind mal wieder im Weg. Die Mörderhühner. Boah, ist das neblig. Man sieht ja gar nichts. Gut, wie auch immer. Gute Nacht. So, guten Morgen und wir laufen direkt runter. Ja, ich weiß nicht, also hier oben bei dem Ding, das hatten wir zwar abgehakt, aber irgendwie fehlt hier noch was, finde ich. Also zum Beispiel diese Wände gehen, diese Türen gehen jetzt irgendwie so unter. Ich nehme mal kurz ein bisschen Holz, nur ganz kurz, das dauert wirklich nicht lang. Und dann mache ich hier mal zum Beispiel einen Rahmen drum einfach, um zu gucken, wie das aussieht. Sieht schon besser aus. Das mache ich hier auch. So. Und hier lang. Und da. Halt. Mache ich wieder auf der anderen Seite so. Und da oben drauf den kurzen. Das finde ich schon besser. Zum einen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ungerade aussieht. Aber irgendwie möchte ich auch da tatsächlich. Wir hatten versucht, so eine Laterne da oben anzubringen. Ich hole mal kurz Laternen. Und außerdem habe ich jetzt Holz verbraucht. Deswegen gehe ich mal kurz zum Feuerholz hier unten. Nehme hier 10 raus. So. Und pack die wieder rein, damit die Kiste voll ist. Ich möchte nämlich ganz gerne, dass wenn wir im Speicher Waren lagern, dass die dann auch entsprechend... War richtig, ne? Ja. Dass die dann auch entsprechend gefüllt sind, ne? Also, dass da nicht irgendwie so in der Kiste, die ist nur halb voll oder da fehlen 3 Stacks oder so. Deswegen hatte ich das letztes Mal ja auch so aufgefüllt. Aber ich möchte mal ganz gern 2 Laternen mitnehmen. Dafür brauchten wir 2 von den Dingern. Dann 2 Ketten. Und 4 Kupfer. Hier. 4 Stück. So. Ja, hier hätte ich überlegt, das hier und das in Bronze umzuwandeln. Oder so. Und so. Dann könnten wir so machen und die Bronze hier hin. Ist ja besser sortiert, ne? Ja, das wäre viel besser sortiert. Das mache ich auch. Das bedeutet, wir machen mal kurz 2 Bronze. Nehmen die dann aber mit hoch. So. Weil wir... Ah ne, wir kommen ja gar nicht mehr runter. Stimmt. Wir werden die beiden... Ich bin hier gerade schräg lang gelaufen. Wir haben ja gerade die beiden... Ne, also diese werden wir... Die haben wir genau abgezählt. Da werden wir nicht nochmal runterkommen müssen. Die Laternen will ich definitiv da oben irgendwie anbringen. Und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Und zwar indem wir das noch ein Stück nach oben schieben. Gut möglich, dass wir da einen neuen Anknüpfpunkt brauchen. Ne? Also nicht der. Weil ja die Tür sonst... Ach ja!
Das ging ja auch nicht. Stimmt. Verdammt. Ich erinnere mich. Und hier ging auch nicht, ne? Woran liegt das? Weil der ist ja orange. Hält der? Oder hält das gar nicht an Holz? Doch, klar hält das an Holz. Da hält es ja auch. Ja, das liegt daran, dass es rot ist. Verdammt! Oh, die Musik schon wieder, ne? Ey. Ja, hier ist auch rot. Alles rot. Verdammt! Was bräuchte denn die hier? Wir brauchen ein Kupfer mehr, ne? Aber das sieht doch doof aus, ehrlich gesagt. Nee. Nee. Soll. Wie machen wir das denn dann? Um das zu stabilisieren? Könnte das so reinbauen, dann sieht man es nicht. Weil. Obwohl, Gitter sieht man auch nicht, ne? Stimmt. Moment. Ich nehme mal kurz Eisen raus. Und wir machen mal einen Augenblick. Das hier weg. Das hier weg. Und den hier weg. Möglich, dass jetzt was einkracht. So sei es. Und wir probieren das mal. Ah ja, da ist ja die Stütze. Das heißt, wir müssten so machen. Und so. Und so. Ah, nein. Ja, damit. Und das kostet jedes Mal nur ein Eisen. Das ist sehr gut. So. So und noch ein. Zack. Und dann können wir das wieder zumachen. Und hier. Und so. Und jetzt müsste das alles grün sein, ne? Sogar blau. Ja, perfekt. Dann können wir nämlich hier die Laterne hinmachen. Aber ein bisschen weiter nach oben. Ja, stimmt. Wir öffnen sie ja trotzdem immer in die Richtung, ne? Wir öffnen sie immer nach innen. Dann geht's eigentlich, ne? Ja. So mache ich das. Komm. Why not? Und hier müssen wir mal kurz gucken, wo die Eisenstütze war. Weil die kann ja nicht... Also es muss ja hier eine gegeben haben. Hä? Müsste genau bei der Hälfte sein, ne? Hier. Was ist denn das hier? Warum habe ich da ein Eisengestell... gebaut, damit dieses hängende Stück hält, ne? Habe ich das hier nicht? Scheinbar nicht. War wahrscheinlich nicht notwendig. Oder ist das hier Eisen? Warte mal. Nee, das ist das Dach. Okay. Nee, das ist falsch. So rum. Zack. Oder ich guck mal kurz... Wenn ich die wegreiße... Die sind schief, ne? Aber gut. Ich glaube, das war bewusst so gewählt. Ja, wie mache ich das mit der Stabilität? Denn wir brauchen ja... Ich guck mal kurz so von außen. Sieht man nichts, ne? Verdammt! Ich gehe mal kurz den Stockwerk runter. Haben wir hier irgendwo Eisen versteckt? Nee. Verdammt. Das ist natürlich gemein, weil die hier sind jetzt blau. Das möchte ich natürlich ganz gerne auch irgendwo hier machen. Wir haben da eine Säule. Wir hätten diese Säule. Die kann ich aber nicht abzapfen. Ich müsste tatsächlich irgendwie das von hier machen. Wie viel Eisen haben wir noch? 14. Es könnte knapp werden. Könnte aber reichen. Ich mach mal das, das, das. Oh, oh. Ja, egal. Wir haben die ja abgezählt. Ich mach mal so. Dann von hier aus Eisen nach... Ja,
Es ist diese Höhe, also so. Ich mach mal so und guck, ob das klappt. So. Und so. Und noch ein. Das müsste dann jetzt grün sein. Ist es? Dann drehe ich hier. So. Ich mach mal wieder auf Auto. So. Perfekt. Und wir haben noch 5 Eisen sogar über. Aber ich verstecke das hier wieder. Ah ja, hier kann ich die großen nehmen. So und so. Nice. Okay. Und dann können wir da oben die Laterne anbringen. Sehr gut. So lassen wir das. So finde ich das besser. Alles klar. Wir haben noch Eisen über. Das schmeiße ich mal wieder hier in die Kiste, falls wir Truhen brauchen. Aber ich sehe schon, es sind nur 5. Und habe ich hier Holz rausgenommen? Wo habe ich denn das Holz her? Die 2 Holz. Wieso habe ich 2 Holz über? Habe ich hier irgendwo was vergessen? Ja, habe ich. Da. Das müssen wir selbstverständlich noch closen. Halt hiergegen. So. Fertig. Und dann können wir hier das auch zurücklassen. Ist es schon wieder Abend, sag mal? Die Sonne ist da. Nee, es ist gerade Mittag. Okay. Da würde ich sagen, können wir uns der Arbeit unten widmen. Diese hier mache ich mal weg. Sehr gut. Und ich nehme die Abkürzung. Naja, stimmt, wir können ja sogar so. Hier runter. Und hier rein. Perfekt. Dann hatten wir noch ein wenig Holz übrig. Das schmeiße ich mal hier rein. Zapfi, Alter. Sehr gut. Dann würde ich sagen, widmen wir uns der großen Aufgabe. Und hier habe ich lange überlegt. Was wir hier haben, ist gar nicht schlecht. Ne? Problem ist, dass die Beißreichweite von denen nicht ganz stimmt. Und die sind außerdem auch ein bisschen weit oben. Ich glaube tatsächlich, ich guck mal kurz von unten, ob wir das eventuell noch einen nach unten schieben könnten. Ich habe auch überlegt, die sogar noch ein Stück ran und dann hier mit Winkeln zu arbeiten. Ich glaube aber nicht, dass das klappt. Diese Sachen bleiben so, wie sie sind. Das auch. Hier könnten wir eventuell noch zumachen, damit das bündig ist. Sieht dann, glaube ich, von unten besser aus. Ja, das mache ich auch direkt. Was liegt denn hier? Oh, hier ist ein Wildschwein gestorben, wa? Wahrscheinlich eben gerade von dieser Angriffswelle. Was ich mal sehr, sehr niedlich finde. Gut. Also, wir holen uns ordentlich schwarzen Marmor. Hier. Und noch ein. Und wir gehen mal kurz nach unten und bauen das mal kurz dicht. Dann hätten wir das nämlich schon mal fertig. Weil so wie die Konstruktion ist, würde ich sie nämlich lassen. Das finde ich gar nicht schlecht so. Den. Und dann so, ne? Also so, dass es... so ist richtig, glaube ich. Warum pappt der nicht an? Genau den gibt's nicht, ne? Scheiße. Da mache ich mal so. Die schon mal. Weil vielleicht können wir das von der anderen Seite bauen. Das wäre natürlich nett. Und dann hier so ein, dass er so reingeht. So meine ich, genau.
ist ja schon richtig. So. Und dann nehmen wir den. Ja, das finde ich hübscher. Was ist denn das für ein Holzding? Keine Ahnung, weg damit. Kracht jetzt einfach alles ein. Die ganze Base kracht jetzt ein. So, und hier noch so einen. Perfekt. Und da sieht das von unten nämlich ein bisschen gerade aus. Und genau da, wo die Lücken sind, kommen nachher die Viechers. Die Babys.